Und da sind wir wieder und sie hält wieder geil das Arschloch in die Luft. Und es sieht so aus, als würde ihr eine Blume aus dem Arsch wachsen. Gib ihm. Ja, genau. Hallo, starte. Spiel läuft wieder und ich habe mich ein bisschen lauter gestellt. Ich war leise. Nein! Der Todesrücken! Gib ihm. Och Mann. Ich hasse diesen ersten Gegner. Mach du so, den. Und zwar ganz konzentriert. Ja. Wir haben gerade Pause gemacht, damit wir beide nochmal meditieren. Wir waren gerade im Schrein. Boah, Tony Hawk Style mit Aufsetzer. Boah, elegant übersprungen. Und dann toll, elegant daneben. Vor allen Dingen Affen, die im Wasser einfach sterben. Das ist Wasser. Das ist Wasser. Abgesehen davon fallen die nicht ins Wasser. Die fallen einfach durch. Ja, stimmt. Lalala. Da habe ich einen echten Vorteil bei solchen Sprungszenerien. Nein! Ja, sie glutscht. Ich mache keine Bewegung. Sie gleich... Laufe ich mal in Tüppel. Ist bestimmt lustig. Mann, wie gut, dass wir gespeichert haben. Dann haben wir immer noch unsere Leben. Und so. Boah. Nein, ich will... Oh, episch, halt, ne? Aber mich auslachen. Ich muss mich dran gewöhnen. Aber mich auslachen. So. Ach, halt die Klappe. Naja, nee, lieber nicht. Bei einem Let's Play wäre das, glaube ich, nicht so förderlich. Was? Oh, da wurde dir gegeben. Gib ihm! Rache! Rache für Krillin! Zip. Warte, Rache für Krillin, das war doch... Dragon Ball, bei Freezer, oder? Du hast doch auch Dragon Ball gemacht, oder? Ja, schön. Du brauchst ja die Libelle auch bloß, ne? Was? Egal, ich habe irgendwelche Scheiße gelabert. So. Jetzt musst du machen, da komm ich da drüber. Okay, gut. Dann muss ich ihn erst... Dann machst du jetzt erstmal den. Ja. Ich hasse den. Jetzt klatschst du ab und dann mach ich. Ja, schön. Ja. Entscheiden wir uns. Einmal Select. Klatschen, aha, hier. Ah, genau. Ja, töte Andere. Mich. Aua. Es tut so weh. So, wann abklatschen jetzt? Kann ich den wieder mitnehmen oder bist du jetzt auch tot? Ah, geht doch. Wenn du mich in irgendeinen Gegner schmeißt, bin ich tot. Abklatschen mit Back. Ah, da, genau. Ich mach dir den Abschnitt eben, warte. Ganz entspannt. Aber konzentriert. Oh. So, ganz entspannt, wir machen das. Wann kann ich da springen? Wenn die unten oder wenn die oben ist? Wenn die unten ist. Wenn die unten, das würde ich. Na wohl, mach lieber, wenn sie oben ist. Passt schon. Oh. Knappe Kiste. Helikopter nicht durch. Helikopter, Mann! Rache des Kreiselfickers! Okay, gut. Da fliege ich einfach auch rüber. Was ist kaputt? Oh Gott. Das Level macht mir... Das Level für dich, Mensch. Das Level macht mir Angst, Björn. Ohne Scheiß. Was springen, wenn die oben ist, genau. Ich mach einfach so, ja. Oh, ey, die warten sogar im Wasser auf uns, die Viecher. Guck dir das mal an. Die stehen auf... Die würfeln es eigentlich, aber gut. Ja, die stehen alle auf leckeres, knackiges Affenarschfleisch. Keine Ahnung, was ich da wieder rede. Mittelpunkt! Auf einem Krokodil! Ja! Schön! Toll! Hart gegeben, echt. Ich hab's aber bis zur Mitte geschafft, den Rest musst du machen. Boah, wir hätten eine Spinne haben können! Wann wäre die denn gekommen, bitte? Ganz links war die bestimmt. Was? Was ist das? Achso, okay, wenn du dagegen kommst, gehen die für einen Moment hoch und dann gehen sie wieder runter. Das heißt, du musst auf Zeit rüberkommen. Wechsel auf mich, ich flieg rüber. Ich wechsle danach wieder rüber, wenn ich da vorbei bin. Welche Taste gedrückt? Wo sind denn Back-Taste jetzt? Ich weiß es nicht. Aber okay. Wenn du das selber machen willst, bitte, wenn du meinst, du schaffst das. Aber du siehst das, ne? Wäre, glaube ich, klüger, wenn ich das mache. So, hast du ja gesehen. Sobald wir irgendwo wieder stehen, wechsle ich wieder rüber. Da. Oh, noch eine Krokodilszene. Soll ich das dann gleich weitermachen? Aber natürlich. Wow. Mann, geht das Vieh hart ab. Okay. Oh Gott, ey.
Du würdest, glaube ich, sterben, oder? Wenn du es auf Zeiten springen musst. So. Soll ich direkt weiterfliegen über die Biene? Weil das ist echt Risiko. Weiterfliegen. Okay. Oh nein! Oh nein! Nein! Oh, guter Versuch, guter Versuch. Okay, du versuchst das jetzt auch mal. Nö. Doch. Du machst das, ich vertraue dir. Auch wenn es ein Fehler ist. Ich weiß das. Am besten direkt in der Bewegung dahin springen und nicht so. Ach, okay. Aha. Tümpeljump. Das war ein Flip, ein Heelflip. Ja, mach du das lieber, besser ist das. Du kannst da Kreisel fickern durch. Ja, ja. Der Helikopter, Mann, schlägt wieder zurück. Ich hasse ihn. Ich hasse ihn. Mhm. Links ist ein Donkey Kong Fass. Links ist ein Donkey Kong Fass. Links ist ein Donkey Kong Fass. Spinne? Gewesen. Nicht mehr. Scheiße. Egal. Du machst das. Banzai! Ja, schön. Ohne Scheiße. Das Ding zu benutzen. Schön. Das ist ein Donkey Kong Fass. Oh Mann, wir dürfen die Lehm jetzt nicht so wegschmeißen, ey. Wenn die weg sind, sind die weg und dann sind wir am Arsch. Haben wir noch genug. Ja, haben wir noch genug. Wir haben schon ein Fünftel weg. So, ich scheiß auf den Typen. So. Ey. Ey. Oh nein, das lass ich. Nein. Der Stängel des Todes. Och Mann, so schwer ist das Level doch eigentlich nicht. Warum stellen wir uns doof an? Weil wir doof sind. Ja, das steht außer Frage, aber... Den mache ich jetzt noch. Besser als das. Es gibt Extremsportler, die auch nur Hauptschule abgebrochen haben und so. Das ist... Hat ja nichts mit Intelligenz zu tun, ob wir nun hier in der Motorik gut sind. Ja, Motorik ist ein Scheißspiel. Ich hab das schon gesagt, lass mir Ego-Shooter gegeneinander. Gebe ich dir richtig. Nee, ist klar. Das ist dann halb Es geht ja aber darum, dass wir... Das geht aber darum, dass wir zusammenspielen hier. Das war ganz schön knapp. Ja, hätte fast geklappt, ne? War ein Versuch wert. So. Leider haben wir sie bald nicht mehr. Aber wir haben gleich wieder ein neues Leben. Noch ein paar Bananen. Töte ihn! Hier, richte ihn hin! Richte ihn hin, ja. Okay. Banzai! Björn, wann werden wir denn dich mal auf YouTube finden? Ich hab schon einen Account. Ach so. Nein, das war ein Fehler. Wirst du mich nicht. Das war ein Fehler. Ich hab's vergessen. Scheiße. Ich hab auch gerade. Bestimmt Floppy Disk oder sowas. Oder vielleicht ein Halbpenetrierer 13 oder ein Milfanta 15 oder sowas. Diddy Kong 25 oder so. Schön. I hate Diddy Kong. I hate Diddy Kong Haters Club. Ich mach den ohne Scheiß auf, Mann. Diddy und Dixie Kong. Der drin ist. Ja, Diddy und Dixie Kongs Hater Club. Ja, du bist sowieso ein Traum von einem Hater. Oh. Der war doch episch. Okay. Ich wollte gerade sagen, ich hätte dich. Alter, ich hätte dich so getötet, ne? Ich sag's dir. So. Ich glaube, da konntest du nicht. Doch, da ging's noch. Ja, schön. Ist logisch. Das musst du machen. Das kann sie nicht. Warum? Sie kann das nicht auf diesen Dingern hüpfen. Den Abschnitt musst du machen. Hilf mir. Kann auch nicht drauf hüpfen. Ich kann aber nur drauf gucken. Versuch mal. Alleine. Den Anfang machst du aber. Ja, kann ich machen. So. Wieder Bumblebee oder wie sie heißt. Die Biene hat ja auch einen Namen. Die haben ja alle Namen hier. Warum landet sie denn nicht drauf, Mann? Weil du vorbeigeflogen bist. Epic Fail. Okay, jetzt geben wir uns mal Mühe. Ja, ab jetzt. So, Björn. Schön. Da fliegen wir einfach drüber. Wir machen das wie bei den Teletubbies. Nochmal! So. Das war gerade so typisch Martin. Wie bitte? Mhm. Mm.
Weißt du, an wem mich die Tante in dem Aufzug eigentlich erinnert? An Eric Prydz. Call on me! Wen? Call on me! Du, du, du. Und die guckt die ganze Zeit auf den Arsch. Oh, was ist los? Du kriegst deine Bälle raus, pass auf. Ich weiß. Warum springt die Tante nicht? Das musst du machen. Das kann ich einfach nicht. Warum? Mit den Krokodilen, das geht nicht. Die Frau kann nicht. Die Frau kann nicht getimed springen und deswegen hat man dir diesen Pferdeschwanz eingebaut. Ich hasse so eine getimten Sprünge. Warum habe ich Diddy Kong überhaupt angespielt? Das war Mace seine Schuld ursprünglich. Der Hundeficker, echt. Nichts gegen Mace, ich mag ihn, aber. Da hat er mir echt irgendwie ans Bein gepinkelt mit der Idee hier. So. Aber da ich ja nichts aufgebe, nein, keins meiner Projekte ist aufgegeben, nur aufgeschoben. Ja, ja. Ja, du schaffst es, ja, du schaffst es. Spring nach links, nach links, nach links, nach links. Siehst du? Guck, ganz einfach. Und jetzt machst du's. Warte, du kannst sammeln jetzt. Du schaffst das. Die Sprünge sind immer gleich weit. Attacke gedrückt halten, du Horst. Ja, das sagst du jedes Mal. Vergesst es aber immer. Mann, ey, Gedächtnis von einem Guppi, ey, das ist. Warte, woher kenn ich das? Hab ich irgendwo gehört. Episch! Das war bei The Parapapa. The Parappa. Ach, genau. Guter YouTuber, echt, der macht witzige Filmkisten. Ist, Kung-Fu-Kannibalen. Komm. Och, nö. Du machst das. Auge des Tigers. Gut. Oh, da hab ich gegeben. Ganz großes Kino. Das machst du jetzt auch noch. Ich sag doch mit dir, die geht das. Schön. Oh. Schön. Nein. Oh. Doch! Oh. Nein! Ich verkack's doch nur, an der Stelle bin ich schon so oft gestorben, Mann! Oh! Da wird aber einer zum Pro! Nee! Jetzt weiter! Björn, pack die Sense aus! Schnell! Genau, da bin ich doch auch gestorben, weil die Bastarde nicht weit genug springt von der Libelle. Was sind das immer für Libellen, die so groß sind wie Schimpansen? Vielleicht sind die Schimpansen aber nur klein. Ja, genau. Na gut, wenn die auf Spinnen reiten und sowas, dann ist da vermutlich, was war es dran? Ah! Abfall, genauso groß sind die sich selber. Ja. So. Und Bienen, die größer sind als die Schimpansen. So. Vor allen Dingen, warum ziehen die los, um Donkey Kong zu retten? Ich hab's vergessen, ja. Entschuldige. Ich wollte gerade sagen. Ich habe mir jetzt zwischendrin auch nur noch 67 Leben. Nein. Nein. Ich glaube, ich schaffe das doch nicht mehr mit dem ganzen Leben. Natürlich schaffen wir das nicht. Ich wollte damit nur einen guten Vorsprung rausarbeiten. Dass wir woanders verzweifeln. Nämlich in der Geisterbahn, an die ich mich noch erinnere. Ja, es gibt eine Geisterbahn. Die ist ganz fair, Björn. Du machst das. Zeig mal deine Uber-Skills, Mann. Du kannst das. Deine U-Bahn-Skills. So. Spring nochmal das Fass an. So. Mathe doch. Jetzt. Ich war drauf. Du, weiß ich kenne das. Du bist auf dem Viech drauf, aber... Ich meine, was machen die da? Die landen auf den Köpfen von Krokodilen. Aber davon mal abgesehen. Ich versuch mal was. Mach alle Gegner fertig! Renk ihn den Arm aus, reiß den Fuß ab! Was musst du jetzt nochmal machen? Alle Gegner töten. Oh, wir kriegen die Spinne. Schaffe ich nicht. Ich habe auch jetzt erst wieder rausgefunden, wie es geht. Mit den Netzen. Ja, ist egal. Vielleicht haben wir jetzt die Spinne. Das wäre super. Können wir nochmal machen? Ja, wir haben die Spinne. Ja, deswegen ist das Schild da. Aber wir kriegen Leben. Ist doch okay. So. Machen wir jetzt immer so. Vielleicht gewinnen wir das sogar mal. So. 3 Münzen. Was ist los? Ich gewinne das locker. So.
Attacke. Gedrückt halten. Na zu. Oh. Ich kenn das, der rutscht von selbst weiter. So ein behinderter Affe. Echt, das ist die Hölle. Vor allen Dingen, Leute, ihr müsst es mal über Netzwerkverbindung spielen, bevor ihr lästert, ne? Ja. Hm. Ne? Das, da könnt ihr jetzt mich auslachen für, aber ansonsten... Hast du was gemacht? Ansonsten, echt... Über Netzwerkverbindung, man hat so ein Delay, nennt sich das. Man hat eine Zeit, in der das zeitversetzt passiert, wenn ich ihm Daten sende. Also, ich meine, er ist jetzt der Host, das heißt, ich habe alles zeitversetzt. Und er hat es manchmal auch. Zum Beispiel, wenn er auf diesen Krokodilen läuft, ja. La la la. Hallo Scheißbiene. Auf Wiedersehen, Scheißbiene. Oh Mann. Nein, ich will nicht. Ich will nicht nochmal die Leben sammeln. Mann, wir machen das jetzt aber immer so mit den Leben. Ganz ehrlich, wenn es nochmal passieren sollte, dass wir sie brauchen. Was ich euch nicht hoffe. So. Wie war das nochmal, nach oben reinschmeißen? Nach oben lenken und werfen. Genau so. Mach alle Gegner fertig. Kannst du nicht auch abbrechen, du kriegst so oder so das Leben. Hä? Du kannst zwei Netze spinnen, einmal das zum Schießen, einmal das zum Rausspringen. Bei dem, was du zum Netz spinnen drückst, musst du nochmal drücken, damit das... Du musst nochmal die Schusstaste drücken, damit er stoppt, mit dem Netz. Bei dem langsamen Netz. Das langsame Netz, das ist das schnelle. Mir zu. Mach das langsame. Du hast zwei verschiedene Tasten. Die eine ist zum... Kannst du jetzt hier üben. Ist zum schnellen Schießen, das andere ist langsam. Und bei dem langsam musst du nochmal drücken, dann geht das Netz auf. Blub. Verstanden? Nur leider bringt uns das nichts, weil wir jetzt hier ein Leben kriegen, wenn du es normal anstellst und nicht wie ein Behinderter jetzt über das Leben rüberspringst. Du kommst da nicht rüber. Ja. Ja. Ey, hättest du das jetzt nicht genommen, ne? Wieso? Gut. So. Du machst das. Ich kann es auch machen. Aber Björn, das ist dein Level. Das ist Unterwasser-Level und sowas. Normale Level meine, aber... Ich hasse Krokodile und ich hasse Unterwasser. Ich hasse alles, was mit Wasser und Affen zu tun hat. Mann, ganz ruhig. Also hast du auch Super Smash und Tennis und so einen Scheiß mit dem Babyaffen, ey. Ja, da ist der Babyaffe ja noch okay. Das ist ja Donkey Kong Junior, Mann. Der kann es halt noch. Tschüss. Du blicker Pissaffe, ey. Naja, ich mag... Risiko! Risiko! Das war Risiko. Irgendwo muss man damit ja anfangen. Ja! Schön! Das musst du machen, das kann ich mit ihr nicht. Ja, warum wechselst du dann nicht? Weil ich nicht gedacht habe, dass ich das nicht kann. Aber es geht echt nicht mit ihr. So, du machst das. So, probieren wir nochmal jetzt. Ja. Genau. Mhm. Schön. Mhm. Wie wär's, wenn du es unter den Bananen machst? Oh, leck mich. Ist nur so eine Idee. Mach alle Gegner fertig. Ja. Schön. Du hast ja noch 13 Sekunden. Lass dir Zeit. Warte, ich schläge mit der Explosion nicht mehr durch. Lass dir Zeit. Das passt schon. Oh, leck mich. Du hättest es fast noch geschafft gerade, übrigens. Hättest es... richtig angestellt, aber ist egal. Kriegst dein Leben, ist ja nicht schlimm. Liebe Zuschauer, ich hoffe, das ist noch irgendwie erträglich. Schieß ihn schon mal ab, wenn er hier vorbeikommt. Dann müssen wir ihn... Ja, und jetzt tut's jetzt.